Hinter uns sehen wir hier einen Ballon. Ich hoffe, der ist nicht zum Fliegen. Ich gehe jetzt mal der Verantwortlichen fragen. Super, wir haben hier einen Ballon gefunden. Mit dem kann man ja, glaube ich, nicht fliegen, aber das werden wir gleich sehen. Also, hallo erstmal. Hallo, servus. Ich bin der Wolfgang. Der gehört also unserer Firma und wir machen seit 16 Jahren speziell dieses Ballonlicht, also in ganz Europa, und haben also verschiedene Ballongrößen mit verschiedenen Lichtstärken. Also das heißt, dieser Ballon hat also einen Durchmesser von 3,70 Meter, hat innen drin 4800 Watt HMI-Lampen. Das heißt also, du hast ein schönes Tageslicht, also einen Tageslichtcharakter, der blendfrei ist. Und das ist halt wichtig für dieses Ballonlicht. Das ist eine mittlere Größe, also die hat 3,70 Meter. Also wir haben dann beginnend von 1 Meter bis 7, 8 Meter Durchmesser und Länge haben wir halt so verschiedene Größen, je nach den Anforderungen für den Kameramann. Also vom Kameramann her, er wünscht sich halt ein schönes, weiches Mondlicht mit einer Farbtemperatur so um die 4500 Kelvin. Das ist also ein bisschen ein wärmerer Charakter. Und deswegen hat er diesen Typ von Ballon bestellt, den wir dann jetzt später dann einsetzen werden. Wir werden ihn also ca. 20 Meter hochlassen. Und dann siehst du dann später noch ein schönes, weiches Licht auf das gesamte Set und auf das gesamte Haus, also was halt gefilmt werden soll. Gefüllt wird es mit Helium. Also Helium ist ja leichter wie Luft, durch das steigt der Ballon. Und hat noch einen zweiten Effekt, also dass es praktisch ein bisschen kühlt. Das heißt also, die Brenner werden nicht zu heiß im Ballon drinnen. Also es besteht auch keine Gefahr, dass sie irgendwie zu heiß werden, dass sie irgendwie das Brennen anfängt. Okay. Und der Ballon selber ist aus welchem Material? Das ist so ein gewebter Komplexstoff, der gasundurchlässig ist, ist also mehrfach geklebt. Und was wichtig ist, er ist also recht zugfest. Also das heißt, also er zerreißt nicht gleich. Du hast auch beim Ballon ein Überdruckventil, falls es innen, also das, wenn es wärmer wird, damit also das Gas nach außen entweichen kann. Okay. Und dann sind wir auch gespannt, wie das nachher aussieht. Und ja. Ich denke, dass wir sehen, das wird dich freuen. Ja, das ist richtig romantisch. Ich danke, dass wir noch einen spannenden Abend geben. Alles klar. Okay, danke schön vielmals für das Interview. Bitte schön. Also ich spreche halt Bayerisch, ist das ein Problem? Das ja, ist kaum Problem. Also ich kann kein Bayerisch, aber ich kann ein bisschen Hochdeutsch, ja. So mit Schweizerdeutsch-Akzent. Ja. Das ist auch immer schön.